Vorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Herr Dr. Wett hat seine Haushaltsrede begonnen mit den Worten, Kassel geht es gut. Das mag stimmen, wenn man durch eine bestimmte Brille guckt. Aber wenn man sich gelegentlich der Mühe unterwirft, durch die Augen anderer zu gucken, dann stimmt das auch vielleicht nicht. Dann könnte man die Frage stellen, wem geht es in Kassel möglicherweise gut und wem geht es in Kassel nicht gut? Ich möchte das vorausstellen, diese Fragestellung, weil das eine Einladung sein könnte, über Dinge nachzudenken, über die wir nachdenken sollten, bevor wir so einen Haushalt aufstellen und dann auch verabschieden und von dem wir den Eindruck haben, dass solche Überlegungen, wenn sie denn überhaupt vorkommen, zu kurz kommen. In diesem Jahr gilt natürlich schon viel in der Vergangenheit, dass in einer Debatte über den Haushalt, über den kommunalen Haushalt, den Haushalt der Stadt Kassel, wir gut beraten sind, über diesen Tellerrand hinwegzugucken. Und Herr Dr. Bartel tut das ja in seinen Haushaltsreden auch gerne. Er führt uns in die große, weite Welt des Geldes. Letztes Jahr hat er das noch intensiver gemacht als dieses Jahr. Letztes Jahr, da gab es ja eine europäische Schuldenkrise, Lehman-Pleite und besonders beeindruckt war ich von dem Begriff der keynesianischen Defizit-Spending. Da konnte man wirklich drüber nachdenken. In diesem Jahr hat der Dr. Bartel etwas zurückgefahren und er spricht nur von der internationalen Schuldenkrise. Dass wir über diesen Tellerrand hinausgucken müssen, ist richtig, da sind wir uns einig. Aber ich sage das auch gleich direkt. Die Wege trennen sich dann in dem Moment, wo für uns Linke festzustellen ist, dass nicht nur Herr Dr. Bartel, sondern auch Sie, die Sie sich vorgenommen haben, diesem Haushalt zuzustimmen, dass Sie sich in der großen, weiten Finanzwelt längst verlaufen haben, beziehungsweise, was noch bedauerlicher, beziehungsweise für die Stadt und für die Gesellschaft aus unserer Sicht schlimmer ist, dass Sie Teil dieser Welt geworden sind. Sie haben sich so sehr an diese Sachzwänge gewöhnt, an die Automatismen, an die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, dass Ihnen jede Form auch des kommunalen Aufbegehrens dagegen fremd geworden ist. Und dann ist für Sie logisch, fast zwangsläufig, unverantwortlich, unrealistisch, linke Spinnerei, ist für Sie in der großen Koalition, die reicht dann ja von FDP, CDU, Grünen, SPD, all das ist für Sie Spinnerei und nicht mehr nachvollziehbar, was die Selbstverständlichkeit der Macht, der Wirtschaft über die Demokratie infrage stellt. Angela Merkel, unsere alte und neue Bundesmutti, spricht in diesem Kontext von der marktkonformen Demokratie. Also von einer Demokratie, die sich dem Markt unterordnet. Und Sie hier in der Kommune mit diesem Haushalt, den Sie vorlegen, und diesem Haushalt, den Sie verabschieden wollen, Sie sorgen dafür, dass diese Sorte Demokratie, die sich jedes Jahr ein bisschen mehr selber aufzehrt, dass die dann auch im Alltag praktiziert wird. Ich habe eben Kolleginnen und Kollegen von den Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen vorgehalten vor einiger Zeit, dass ihnen längst die Kraft abhandengekommen ist, sich gegen das Elend und in diesem Fall eben auch dem Diktat der Ökonomie entgegenzustellen. Die Antwort von Herrn Dr. Bartel war, an dieser Stelle, es gibt in dieser Stadt kein Elend. Da habe ich gesagt, gehen Sie mal zum Stern, da sind Sie zu wenig. Und fahren Sie ein bisschen weiter Richtung Osten, dann sehen Sie, was Elend in unserer Gesellschaft sein kann. Und mein Vorwurf ist der, dass Sie sich eben statt diesem Elend zu stellen oder auch entgegenzustellen, was es in dieser Stadt gibt, und gegen dieses Diktat der Ökonomie zu stellen, dass Sie sich einen Wettkampf bieten darum, wer dieses alles am besten verwaltet. Da wollen Sie Spitze sein. Gegen die Privatisierung und Ökonomisierung der Medizin kein Widerstand von rot-grünen Kassen. Deswegen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Klinikum am Risiko dessen, was jetzt Gesundheitsgeschäft ist, beteiligt. Und deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenwohnanlagen ihre Jobs fürchten. Oder um die Bezahlung ihrer Jobs, wenn es irgendeine Anschlusslösung gibt, die aber schlechter bezahlt ist, weil der Investor dann ein Privater ist. Für einen Erhalt selbstverständlicher sozialer, kommunaler Infrastruktur kein Einsatz von Rot und Grün in Kassel. Deswegen werden die Stadtteilbibliotheken geschlossen, die Bäderlandschaft, ich komme darauf noch zu sprechen, aber teilweise ist sie ja trockengelegt. Schulen fürchten um ihre Zukunft und die Stadt führt plötzlich eine Spaltungsdebatte. Die ist spannend, auch wenn sie... Nee, nix HNA. Bevor die HNA das aufgegriffen hat, ist in diesem Parlament, und zwar unter Applaus des beteiligten Ortsvorstehers, eine Stellungnahme des vorgelesen worden. Und wenn das keine Spaltung war, da waren sie alle mit dem Haus und konnten zuhören. Die waren aus den Federn, aus Bettenhausen wurde uns hier vorgehalten,
Bentenhausen würde die Steuern erwirtschaften und da an hinten würden sie ausgegeben. Das war lange bevor der HNA das aufgegeben hat. Lange davor. Also, diese Debatte ist spannend. Aber bevor wir sozusagen uns in diese geografische Debatte begeben, sollten wir uns vielleicht nochmal angucken, um wen es da eigentlich als Gruppen, als Menschen, als Betroffene geht. Und da sage ich Ihnen ausdrücklich, wer jahrelang, so wie Sie das getan haben, in dem Konsolidierungsprogramm dieser Stadt diesen Satz schreibt oder verteidigt, die Stadt darf keine Anreize zum Zuzug von Transferempfängern geben, der sollte ganz vorsichtig sein, wenn er in der Spaltungsdebatte mit dem Finger auf andere zeigt. Denn sie spalten an dieser Stelle die Einwohner bereits in ökonomisch wertvollen und nützlich oder vermeintlichen ökonomischen Ballast. Und diese akademisch verschwurbelte Version, die Sie sich zum zweiten Mal jetzt bedienen, ändert daran nichts. Ich sage das ausdrücklich nochmal, das ist und bleibt Sozialrassismus. Und ich gestehe sofort zu, nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, natürlich nicht, aber politisch gesehen, und wir diskutieren das hier politisch. Und ausdrücklich deswegen haben wir an dieser Stelle erneut unseren Änderungsantrag gestellt. Die Debatte um eine geografische Teilung der Stadt versperrt doch nur den Blick auf die strukturellen Mängel von Verteilungsgerechtigkeit. Und zumindest vor dem 22. September habe ich aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen und SPD tatsächlich auch Menschen im Wahlkampf gehört, die offensichtlich eine Idee davon hatten, dass es sowas wie Verteilungsungerechtigkeit in diesem Lande und dann natürlich auch in dieser Stadt gibt. Und im Großen, ganz Großen und Ganzen hat man das früher den Nord-Süd-Konflikt genannt. Und alle wussten, dass dieses Nord-Süd nur ein Synonym dafür ist, worum es eigentlich geht, nämlich das Problem der Verteilungsgerechtigkeit zwischen Arm und Reich, Norden oben, Süden unten. Und wenn jetzt von allen, vor allem aus Bettenhausen, natürlich begeistert von unserer lokalen Quote der journalistischen Schöpfung aufgegriffen, ist doch klar, eine solche Spaltungsdebatte geführt wird, dann frage ich aber doch ganz mal offensiv an den Ortsvorsteher von Bettenhausen. Wo waren Sie eigentlich, als das Hallenbad Ost geschlossen wurde? Habe ich nichts gehört? Habe ich was von Ihnen gehört, als die Haferfabrik abgerissen wurde? Architektonisch mit Sicherheit nicht weniger wertvoll als die Kulturfabrik Salzmann. Und wer soll Ihnen eigentlich die Krokodilstränen um die sich abzeichnende drohende Schließung der Eichendorff-Schule glauben, wenn Sie seit Jahren eine Haushaltspolitik mittragen, die dieser Schule und anderen übrigens auch die notwendigen finanziellen Mittel verwehrt? Der lokale Versuch hier in Kassel, diese Sozialcard als diskriminierungsfreien Zugang für vergünstigte Leistungen zu ermöglichen, das schaffen Sie nicht. Sie sind mittlerweile so weit, dass Sie, Frau Köpp, sich für Bündnis 90 Die Grünen darüber schon fast lustig machen, dass wir das immer noch fordern. Ich erinnere Sie nur daran, dass vor der letzten Kommunalwahl im Sozialausschuss von Sozialdemokraten und Grünen sogar die Überlegung geäußert wurde, ob man es nicht jetzt endlich macht. Und Gott sei Dank war die Kommunalwahl dann vorbei. Und Gott sei Dank hatten Sie das Ergebnis, was Sie hatten. Das ist beeindruckend. Und dann haben sie es sofort beerdigt, um sich jetzt darüber lustig zu machen. Und es sind immer noch Empfänger von Transferleistungen, die ihren kompletten Hartz-IV-Bescheid an der Kasse vorzeigen müssen, um Vergünstigungen zu bekommen. Und angeblich ist dieses kleine Kärtchen ist bürokratisch und ökonomisch für diese Stadt nicht zu stemmen. Dasselbe gilt natürlich für das Sozialticket. Selbst da waren wir in der Überlegung. Und es gibt Kommunen in Deutschland, die finanziell auch nicht stärker sind als Kassel, die das schaffen. An dieser Stelle kommt von Ihnen keine Unterstützung und natürlich, Kolleginnen und Kollegen, stellen wir diese Anträge wieder. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, warum das sinnvoll ist. Meine Fraktion hat vom Juli 2009 bis zum Januar 2010 in jeder verdammten Stadtverordnetenversammlung den immer gleichen Antrag gestellt. Stadt Kassel möge die Pauschalierung von Leistungen abschaffen. Immer und immer wieder haben wir ihn gestellt. Ich werde nicht vergessen, Kollegen Schnell, dass Sie in der Januarsitzung vor Beginn der Sitzung zu uns in die Fraktion rüberkamen und zu fragen, stellt ihr den heute wieder? Und sagt, ja, heute stimmen wir zu. Scheinbar führt Wiederholung manchmal auch zur Einsicht. Ich habe die Hoffnung heute nicht, aber es macht Sinn, deswegen auf diese Defizite in Ihrer Haushaltsführung deutlich zu machen. Wer die lokale Debatte um die Unterbringung von Zufluchtsuchenden in Kassel verfolgt, erkennt dieselbe aus unserer Sicht überwiegend die Menschen nicht ausreichend würdigende Herangehensweise, die wir auch auf der großen politischen Bühne verfolgen müssen. Hunderttausende Flüchtlinge müssen ihre Heimat unter anderem in Syrien verlassen. Und ich sage Ihnen ausdrücklich, Herr Oberbrunner, ich habe Ihnen vorhin zugehört, das hat mir nicht gut gefallen, weil aus meiner Sicht
eine Trennlinie zu machen zwischen politischen Flüchtlingen und womöglich ökonomischen Flüchtlingen, halte ich unter humanistischen Gesichtspunkten nicht für zulässig. Sie haben nur von politischen Flüchtlingen gesprochen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber Hunderttausende, auch Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge, sind auf der Suche aus ärmeren Ländern und wollen auch in Deutschland aufgenommen werden. Und jetzt feiert sich unser Land für die Aufnahme von 5.000 Menschen. Vielleicht nehmen wir demnächst auch noch 5.000 dazu. Dafür feiern wir uns. In anderen Ländern, die viel ärmer sind, die nehmen sechsstellige Zahlen von auf der Flucht sich befindenden Menschen auf. Und in Kassel wird diese Debatte natürlich dann auch wieder unter der Kostenfrage diskutiert. Ich finde beides, die bundespolitische wie die kommunale Praxis, abstoßend. Sie haben sich, Kolleginnen und Kollegen, dem Kostenargument und dem ökonomischen Diktat mittlerweile vollständig unterworfen. Sie leben das so selbstverständlich, dass jedes Aufbegehren dagegen erstickt ist. Allenfalls in Ihren rot-grünen Sonntagsreden gibt es noch Erinnerungsfetzen an ein Leben vor oder abseits der Ökonomie. Im letzten Jahr, meine Damen und Herren, habe ich mir erlaubt, ein bisschen die FAZ zu zitieren und deutlich zu machen, dass es nicht nur Linke sind, die über das Problem des Diktats der Ökonomie nachdenken. Dass es nicht nur Linke sind, die die Frage aufwerfen, wer bei Demokratie und Ökonomie eigentlich Koch oder Kellner sein sollte oder ist. Und ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, weil ich das ja nun schon lange genug jetzt auch mache, und zwar nicht nur in diesem Gremium, sondern auch bei den diversen Veranstaltungen, die es in diesem politischen Kassel dann ja auch gibt, dass das die wenigstens noch von Ihnen noch erreicht. Sollten wir deswegen schweigen? Nein. Ich weiß ja, dass selbst die Gewerkschafter unter Ihnen nicht mehr auf die Studien von DGB und Verdi zur Steuerentwicklung und den Kommunalfinanzen hören. Oberbürgermeister sagt, er muss eine EG Metall auf der Veranstaltung vom DGB, zu diesen Zahlen habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie gehört, dass einer von Ihnen diesen Zahlen widerspricht. Aber Sie tun so, als hätten DGB und Verdi nicht recht. Als würden diese Zahlen, die vorliegen, nicht stimmen. Die Parole, wir haben jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt, wird von Ihnen weiter gepflegt. Ich gebe zu, überwiegend von den Kolleginnen von FDP und CDU. Das ist längst widerlegt. Mit nackten Zahlen, wir stellen sie sich nicht. Von noch größerer Ahnungslosigkeit, vor allem in den Reihen von FDP und CDU geprägt, von Rot-Grün aber übrigens nicht ernsthaft und laut genug bestritten, die Behauptung, wir hätten zu viele Stellen im öffentlichen Dienst. Die Zahlen sind ganz klar anders, es stimmt einfach nicht. Stimmt einfach nicht. Gucken Sie sich die Entwicklung der Stellen im öffentlichen Dienst an, dann stimmt diese Behauptung nicht. Sie sind völlig egal, stellen nur Ihre schönen Anträge, Personalabbau. Sie sind völlig wurscht. Das Märchen von den ausufernden Sozialkosten, längst widerlegt. Gucken Sie sich die Zahlen an, sind eindeutig auf demselben Niveau, sogar absolut auf demselben Niveau. Unter Berücksichtigung der Steigerung des Bruttosozialprodukts sind sie sogar gesunken. Das interessiert Sie nicht. Sozialkosten zu hoch, sparen, sparen, sparen. Die große Koalition aus FDP, CDU, SPD, Grünen macht Politik, als wären das alles die Realitäten, an denen sich eine verantwortungsvolle, das ist der Begriff verantwortungsvolle Politik, auch hier in Kassel orientieren müsse. Und sie können dies tun, auch hier in Kassel nur tun, weil sie sich der politischen Debatte um diese Studien, um diese Wahrheiten, die abseits dieser ökonomischen Finanzlogik liegen, grundsätzlich entziehen. Also schweigen wir, schweige ich dazu nicht, auch wenn sie das nur in Teilen erreicht. Letztes Jahr habe ich die FAZ dazu herangezogen. In diesem Jahr erlaube ich mir mal zwei Filmtipps. Man muss ja auch mit unterschiedlichen Medien arbeiten, um die Zielgruppen zu erreichen. In Kassel lief im Rahmen des Dokumentarfilmfestes ein wichtiger Film, der die Seriosität dieser Finanzbranche und ihre angeblich unveränderlichen und alternativlosen Automatismen, auf die sich ihre Kommunalpolitik und ihr Haushalt ja nun auch angeblich einstellen muss, der dieser Finanzbranche die Maske herunterzog. In Master of the Universe wird ein ehemaliger Investmentbanker begleitet, der sehr anschaulich berichtet, in welcher abgeschotteten Welt sich diese Finanzwelt bewegt und wie unerreichbar Politik und Finanzwirtschaft mittlerweile sind, die diese Welt als die einzige, als die Realität begreifen. Und dieser Haushalt, die Haushaltspolitik der Stadt Kassel unterwirft sich dieser Logik, dieser Welt vollständig und bedingungslos. Während Herr Dr. Bartel immer noch von einer internationalen Schuldenkrise redet, wer heute noch von einer internationalen Schuldenkrise reden kann, ja, das ist eine Wortwahl, die sich diesem Diktat einer Finanzwirtschaft unterordnet, die skrupellos Zinsen, Wechselkurse und Politik manipuliert, um sich auf Kosten der Gesellschaft die Taschen zu füllen. Auf die Höhe.
wen orientiert sich? Wir hatten und haben keine öffentliche Schuldenkrise. Wir haben eine gesellschaftliche Krise, die daraus resultiert, dass wir zugelassen haben und immer noch zulassen, dass diese Finanzwirtschaft skrupellos öffentliche und private Haushalte plündert. Und wenn Sie denken, ich wäre jetzt zu weit weg von der Kommunalpolitik in Kassel, dann komme ich gerne zurück. So wie Ihnen die Kraft fehlt, der Plünderung dieser öffentlichen Haushalte entgegenzutreten, so gilt dies auch für die Unterstützung der privaten Haushalte. Insofern war das ganz logisch, dass Sie unseren Antrag der Kasseler Linken auf faire Zinsen unserer kommunalen Kasseler Sparkasse dann abgelehnt haben. Denn ein solcher Antrag, das war Ihnen schon deutlich zu viel Demokratie und viel zu wenig Finanzlogik. Das waren Ihre Argumente. Da können wir nicht eingreifen, müssen wir uns raushalten. Auf keinen Fall. Demokratische Anteilhabe an sowas, an unserer lokalen Sparkasse, das ging eindeutig über Ihre Kräfte. Auf Arte, das ist der zweite Filmtipp, gab es über diese skrupellose Finanzwirtschaft, die uns auf kommunal eben einschnüren will, ebenfalls einen sehr sehenswerten Beitrag, diesmal am Beispiel von Goldman Sachs. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Aber ich kann Ihnen sagen, man muss es sich eben ansehen. Dann muss man darüber reden und wann muss man das, und das ist das Anstrengendste, das gebe ich sofort zu, Konsequenzen ziehen. Da reicht es nicht, im Fernsehsessel zu sitzen und sich über Kabarettisten zu freuen, die schmerzhaft humorvoll dieser Finanzmafia, zu der die angeblich allerbesten Adressen gehören, demaskieren. Abgestimmt wird heute und hier, wie zum Beispiel über einen solchen Antrag faire Zinsen der Kasseler Sparkasse. Und wer dann die Kraft hat, sich dieser Finanzwirtschaft, die unsere öffentlichen Kassen hemmungslos plündert, entgegenzustellen, wer das schaffen würde, der formuliert für ein Konsolidierungskonzept unserer Stadt dann vielleicht andere Sätze. Zum Beispiel so ein: Die Stadt muss alle Anstrengungen unternehmen, um den Verlust demokratischer und sozialer Teilhabe durch das Diktat der Ökonomie entgegenzuwirken. Das wäre mein Satz. Das wäre ein mutiges demokratisches Signal. Sie haben diese Kraft nicht. Sie unterschreiben vielleicht mal einen Aufruf zu mehr Steuergerechtigkeit. Man kann ja googeln, das habe ich gesehen. Herr Rönz war zum Beispiel dabei. Mehr Steuergerechtigkeit war allerdings auch vor der Wahl, muss man zugeben. Aber schon den kommunalen Appell als Stadt, als politisches Signal, das hat sich schon überfordert, als wir diesen Antrag gestellt haben. Und das wäre das Selbstverständliche und Selbstverständlichste, wenn Sie tatsächlich dafür eintreten wollen, auch auf der Einnahmeseite die Situation der Stadt Kassel zu verbessern, denn die geht es. Und dann ist natürlich die vorsichtige Anhebung der Gewerbesteuer. Wir haben das immer wieder gesagt, diese kleine Anhebung der Gewerbesteuer ist nichts mehr als ein minimaler Ausgleich dieser enormen Steuerabsenkungen, über die der Herr Steinmeier so stolz bei BDA geredet hat und sich nicht mehr eingekriegt habe, über die Ungerechtigkeit der Arbeitgeber, die das nicht ausreichend würdigen. Aber selbst diese vorsichtige Anhebung schaffen Sie nicht. Und da ist ja sogar die Frankfurter SPD Ihnen mittlerweile schon voraus. Die diskutieren mittlerweile eine solche vorsichtige Anhebung ihrer Gewerbesteuerhebelage. Aber in Kassel ist es so, das kriegen Sie nicht hin. Möglicherweise hat es auch das damit zu tun, dass man sich mit Kasseler Wirtschaftselite, Kassels Wirtschaftselite dann am Kulturzelt weiter in Frieden Champagner trinken will. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ziemlich sicher diesbezüglich, tatsächlich, dass es darum geht, dass Sie dabei sein wollen. Sie wollen dazugehören und weil die Ökonomie das Diktat führt, gehören Sie eben zu dieser Seite. Und einen Eindruck wollen Sie natürlich vermeiden, nämlich den Eindruck, dass Sie am Ende nicht mehr sind als ein brav funktionierendes kommunales Rädchen dieser Finanzlogik. Sie wollen Macher sein. Also rühmen Sie sich vorneweg unserer Kämmerer des Schuldenabbaus. Und das, meine Damen und Herren, das ist an Lächerlichkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Es ist Dr. Bartelt selber gewesen, der uns hier sehr nachvollziehbar, sehr detailliert und wie ich fand sehr kenntnisreich vorgerechnet hat, dass die Stadt über die Laufzeit dieses Schutzschirmerpressungsgesetzes, für das die CDU immer noch gerne Lob haben möchte, dass über die Laufzeit dieses Vertrages oder Gesetzes die Stadt an anderer Stelle Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich haben, die bei 300 bis 450 Millionen Euro liegen. Ja, die stehen gegenüber diesen 260 Millionen. Und das soll ein gutes Geschäft sein. Und damit gehen Sie nach draußen und sagen, das war Schuldenabbau. Wissen Sie, ich kann verstehen, ich habe die Position nicht geteilt. Aber ich habe immer gesagt, ich kann verstehen und respektieren, dass man sagt, wenn das Land jetzt aus dem kommunalen Finanzausgleich dieses Geld sowieso rausnimmt, darauf haben wir keinen Einfluss.
und dieses Geld der Stadt fehlen wird, dass wir dann uns auf diesen Deal in Anführungsstrichen einlassen, um wenigstens die 260 Millionen zu bekommen. Das kann ich verstehen. Ich finde es falsch, aber ich kann es verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wenn dieser schlechte Deal dann gemacht ist, in der Zukunft durch die Gegend zu laufen und nur noch über die eine Seite zu reden und nicht mehr über die andere. Das ist unseriös und das raubt im Grunde genommen auch all denjenigen die Kraft, die sich grundsätzlich gegen solche schlechten Deals richten wollen. Aber sie möchten eben mit dabei sein, möchte gern Macher, die eigentlich nicht mehr sind als Mitläufer. Und dieser Haushalt, den Sie jetzt hier vorgelegt haben, zeigt aber, dass Sie am Ende eben nicht mehr sind als ein gut geöltes kommunales Gleitteilchen der Finanzwirtschaft. So handelt es. Dagegen, meine Damen und Herren, dagegen stellen wir unseren Antrag. Herr Völler, ich nehme aus Ihrem Zwischenruf gerne entgegen, dass Sie für solche Informationen wie Master of the Universe und auch den Arte-Film nicht erreichbar sind. Es ist in Ordnung. Also ich kann ja immer nur einladen, Sie in die FAZ zu lesen oder solche Filme anzugucken. Es ist in Ordnung, dass das keiner muss. Und es ist auch in Ordnung, ich bedanke mich für den Hinweis, dass Sie nicht zu den Menschen gehören, die sich damit auseinandersetzen. Es ist vollkommen in Ordnung. Dagegen stellen wir, meine Damen und Herren, wie bitte? Dagegen. Sie haben noch das Wort, Herr Beckhaus. Es gibt auch einen anderen Sozialrat. Dagegen, meine Damen und Herren, stellen wir unseren Antrag, eine ganz leichte Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes durchzuführen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Sie hier jetzt seit Jahren einseitig die Wirtschaft schulden. Also nochmal. Wenn man diesen Deal in Anführungsstrichen mit dem Land macht und dann am Ende im Rahmen dieses Deals Einsparungs- oder Mehreinnahmevorschläge machen muss, hat eine Logik, ist doch klar. Und was kommt dabei heraus? Kita-Gebühren steigen, Lehrer sollen für ihre Parkplätze bezahlen und Bibliotheken. Ich will Ihnen mal was sagen, Frau Koch. Verkehrspolitisch finde ich das total in Ordnung. Ja, aber steuer- und abgabenpolitisch ist es einfach nicht in Ordnung. Das ist eine einseitige Belastung einer bestimmten Gruppe. Und wenn Sie es geschafft hätten, an anderer Stelle bei der Gewerbesteuer ein bisschen zu drehen, um deutlich zu machen, dass Sie auch die Einnahmesituation bei der Wirtschaft an dieser Stelle... Wir können das gerne auch umfassender diskutieren. Wissen Sie, mein Problem an dieser Stelle ist, ich trete seit vielen Jahren, obwohl ich unternehmerisch unterwegs bin, ich gebe das übrigens offen zu, weil ich ein kleiner Unternehmer bin und mich das manchmal richtig quält, für gerechte Steuern ein. Was ich aber zum Kotzen finde, ist diese Abgabenrepublik, die durch die Hintertür hier und da und dort versucht, Einnahmen zu verbessern, die, da sind wir jetzt bei der Parkplatzgeschichte für die Lehrer, mit Verkehrssteuerung ja gar nichts zu tun hat, sondern sie wollten einfach ein bisschen mehr Einnahmen machen. Darum ging es. Und diese Abgabengesellschaft, diese Steuern durch die Hintertüre, das ist intransparent und öffentlich, ist auch nicht sehr demokratisch, weil die größte Lobby haben, können sich am besten schulden. Meine Damen und Herren, also bei der Gewerbesteuer, bei der Wirtschaft fehlt Ihnen der Mut. Und im Hinblick auf die Verantwortung, das ist ja der Begriff, der das prägt, will ich ausdrücklich sagen, dass am Beispiel der Schulen diese Verantwortungslosigkeit aus meiner Sicht so deutlich wird wie kaum eine bei einem anderen Thema. Das fängt an mit der, nicht von allen, aber von einigen immer noch betriebenen Heuchelei um dieses Investitionsprogramm zugunsten der Schulen. Ich will da einfach mal daran erinnern, das war kein Investitionsprogramm zugunsten der Schulen. Das war ein Investitionsprogramm zugunsten der Bauwirtschaft. Und dann hat man sich entschieden, wir stecken das in die Schulen. Aber Anlass ist gewesen nicht, dass wir als Gesellschaft auf die Lage in den Schulen geguckt haben und gesagt haben, wir müssen Geld rausgeben, sondern gesagt, wir müssen der Wirtschaft helfen und wo gehen wir das rein? Das ist ganz klar unter dem Primat der Ökonomie und nicht unter dem Primat der Gesellschaft. Der Name Konjunkturprogramm entlarvt es dabei. Und heute ist die Lücke zwischen den notwendigen und tatsächlichen Investitionen in den Kasper-Schulen mittlerweile wieder auf über 100 Millionen Euro angewachsen. Steht in Ihrem Haushalt, gucken Sie nach. Die Lücke zwischen dem, was gebraucht wird und was da ist, beträgt 100 Millionen Euro.
Und während Sie also die Wirtschaft hätscheln und in Millionen im langen Feld verbuddeln, kriegt die Heinrich-Schütz-Schule eben nicht die dringend benötigten Fachräume. Statt dem demografischen Wandel mit kleinen Klassen und besserer Personalausstattung entgegenzutreten, wird in der Logik der Ökonomie, logisch demografischer Wandel, weniger Kunden, weniger Nachfrage, zack, wird zusammengestrichen. Und auf diesem Altar wird dann unter anderem die Eichendorff-Schule, so steht es zu befürchten, geopfert. Nein, wenn Sie in den Haushalt gucken, im Hinblick auf die Schulbauinvestitionen, und das sind Vorentscheidungen, die an anderer Stelle wahrgenommen werden, dann ist das auch Finanzpolitik dieser Stadt. Im Jahr 2005, Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2005, das ist jetzt 8 Jahre her, haben Sie, war vor meiner Zeit, CDU, Grünen saßen noch da und die SPD, aber soweit ich weiß, hat die Linke zugestimmt. Sie haben beschlossen, wir wollen in unseren Kitas eine Betreuungssituation haben von 2 zu 20. Und zwar in der Regelgruppe. Und in dem Moment, wo erhöhter Betreuungsbedarf ist, Inklusion oder was auch immer, nee, das war mehr als eine Zielvereinbarung, lesen Sie das mal nach. Das war ein Beschluss und der ist vom RP kassiert worden. Selbst das kriegen Sie nicht mehr. Ihnen fehlt der Mut, sich an Ihren eigenen Schluss zu erinnern. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und Sie versuchen noch nicht einmal mehr, dieses Ziel zu erreichen. Wer von Ihnen weiß, wer von Ihnen interessiert sich dafür, dass ein nicht unerheblicher Teil der Umsetzung des Rechtsanspruches, für den Sie sich hier rühmen, dass dieser Umsetzung auf dem Rücken von Tagesmüttern abgeladen wird, deren Arbeitsbedingungen mit prekär noch freundlich umschrieben sind. An der Verbesserung, Frau Jans, das wissen Sie, war ich selber beteiligt. Sie wissen, dass ich da selber daran beteiligt war. Aber Sie scheinen in Ihrer Lebenssituation immer noch den Blick darauf verloren zu haben, dass wenn man gegen die Situation verbessert, Sie immer noch, so wie Sie jetzt beschäftigt sind, prekär arbeiten. Nämlich, es geht ja so weit, dass die Stadt Ihnen das alles diktiert. Sie sind aber selbstständig und wenn die Kinder weglaufen, sind Sie arbeitslos. Das nenne ich prekär. Aber Ihnen scheint das mittlerweile. Das ist Ihre Form von sozialer Umsetzung dieser Programme, der Sie sich da bemühen. Was ist das? Was ist das für ein verquerer Begriff von Verantwortung? Was ist das? Ein Begriff von Verantwortung? Der Schuldenlast für die kommenden Generationen, also für die heutigen Kinder und Jugendlichen, thematisiert und problematisiert und gleichzeitig aber keine Skrupel kennt und um keine Ausrede verlegen ist, dieser Generation Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu verweigern. Der dieser Generation Kitas und Schulen zumutet, von der wir wissen, dass sie nicht die Ausstattung bieten, die es braucht. Das vorhin gehört. Aufzug für Behinderte vielleicht 2017 vorher. Auch in Kassel gibt es Baufälligkeit in den Schulen, und zwar heute. In Kassel gibt es unzumutbare hygienische Zustände in Schulen, heute. In Kassel gibt es zu wenig Schulsozialarbeit. In Kassel fehlen Betreuerinnen und Betreuer in den Kitas. Und dieser Haushalt verwaltet die Defizite. Mehrausgaben, auf die Sie sich hier berufen, das sind Mehrausgaben wegen zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben im Bereich der Betreuungsangebote. Da frage ich mich auch bei der CDU. Ne? Also aufgrund von der Gesetzeslage stellt der Oberbürgermeister als Personaldezernent zusätzliche Erzieher und Erzieher ein. Und Sie sagen, das kann nicht sein, der bläht nach Baden auf. Da frage ich mich auch, lesen Sie das ab und zu da, was Sie da geliefert bekommen? Oder kann ich nur den Kopf schütteln? Zu dieser Finanzlogik, meine Damen und Herren, gehört ja auch das Mantra, die beste Sozialpolitik sei eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik. Pünktlich vor der Beschlussfassung zu diesem Haushalt hat Herr Dr. Bartel ja mit einer weiteren Erfolgsmeldung in der Öffentlichkeit gepunktet. Ich will das ausdrücklich sagen. Ich freue mich für jeden einzelnen Menschen, für den oder die eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr Bödinghaus, dass Sie jetzt eine halbe Stunde geredet haben. Mich, weit länger als die anderen Fraktionen. Es gibt keine Redezeitbegrenzung. Dankeschön. Ich erinnere nur an unsere Empfehlung und Sie haben weiterhin das Wort. Dankeschön. Mit einer Erfolgsmeldung, also ich freue mich für jeden, der da einen Arbeitsplatz gefunden hat, aber ich erlaube mir zumindest am Rand die Bemerkung, dass schon alleine die Vorstellung, dass Sozialpolitik, also eine Politik, die unser soziales Miteinander gestalten soll, ließe sich auf den Menschen als arbeitendes Wesen da beschränken. Das zeigt, wie sehr sie in der Gedankenwelt dieser Finanzlogik bereits eingesperrt sind. Sozialpolitik in der Kommune kann mehr sein und sie muss mehr sein. Kassel praktiziert, und das sage ich ausdrücklich, Kassel praktiziert eine soziale Abstreckungspolitik. Und die sich zeigt sich in dem, ich zitiere das nicht nochmal, aber sie zeigt sich in diesem von uns kritisierten Konsolidierungskonzept. Sie weigert, zeigt sich in ihrer Weigerung, eine Sozialkarte und ein Sozialticket einzuführen, weil dann würde Kassel möglicherweise für Transferleistungsempfänger zu attraktiv und die sollen ja nicht nach Kassel kommen.
Und sie zeigt sich übrigens auch in der kategorischen Weigerung unseres Kämmerers, der ja gleichzeitig Sozialdezernent ist, in Kassel den sozialen Wohnungsbau wiederzubeleben. Das finde ich interessant. Das finde ich interessant. Ingo Groß, ehemals Mieterbund, streitet schon seit Jahren dafür und versucht deutlich zu machen, wie dringend notwendig das ist. Dr. Barth sagt kategorisch nein, hat es auch begründet, haben wir zu viel Sozialhilfeempfänger, schlecht für die Struktur, für die Kosten sowieso. Und ich wundere mich auch kein bisschen, dass unser grüner Baudezernent sich dieser kämmerlichen Weigerung eben genauso unterwirft, wie sich alle der Finanzlogik unterwerfen. Und diese Abschreibungspolitik, ich würde das ausdrücklich sagen, wird bis zum heutigen Tage in dieser Stadt praktiziert. Sie haben das über die Pauschalierung der KDU-Kosten gemacht. Der zweite Akteneinsichtsausschuss dazu arbeitet ja, ich will da überhaupt nichts verraten, es gibt ja immer nur Streit. Ich sage vielleicht nur so viel. Es wundert mich nicht, dass die Große Koalition in diesem Ausschuss null Aufklärungsinteresse hat. Und wenn sich aber zeigt, und das hat sich schon gezeigt, dass in Einzelfällen dreistellige, ja vierstellige Nachzahlungen zu leisten waren, dann wird deutlich, was sie diesen Menschen diesbezüglich angetan haben. Und da stehen sie mit ihrer Politik in der allerschlechtesten Tradition der Schröders und Steinbrücks dieser Welt. Das kann man nicht anders sagen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein, zwei Sätze zu den Freiwählern und zum Flughafen sagen. Mit dem vorliegenden, also wissen Sie, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand von den anderen Kolleginnen und Kollegen so nachdrücklich unterbrochen worden ist, wie ich das bin. Das kostet auch Zeit. Das kostet schlicht und ergreifend auch Zeit. Wir müssen das ja nicht machen. Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag für die Freiwähler scheint eine Rettung möglich zu sein. Einige Regeln halten wir für absurd, wir kommen da nachher noch zu. Aber wenn am Ende zwei Freiwähler, wir kommen noch, der Tagesordnungspunkt kommt noch vorher. Deswegen, das wäre ja ein bemerkenswerter Erfolg. Es ist bemerkenswert und deswegen erwähne ich es an dieser Stelle, Herr Hartig, dass jetzt doch eine Beteiligung und Vorfinanzierung durch die städtischen Werke möglich sein soll. Das beweist nichts mehr, als dass Herr Dr. Bartel im Vorfeld aus purer Ideologie eine solche Lösung verhindern wollte. Und das erwähne ich, meine Damen und Herren, das erwähne ich nicht wegen Dr. Bartel, sondern das erwähne ich deswegen, um deutlich zu machen, dass wir gute Gründe haben, international, national, aber auch eben kommunal, uns dieser Ideologie der Finanztechnokraten nicht unterzuordnen. Und das gilt dann bei den Wählern, das gilt beim sozialen Wohnungsbau und bei der Sozialpolitik. Wenn wir hartnäckig und selbstbewusst bleiben, könnte man Lösungen jenseits dieser Logik finden. Sorge macht mir, macht uns im Hinblick auf die Freiwähler der Zeitplan. Das will ich ausdrücklich sagen. Und an dieser Stelle, Frau Köpp, widerspreche ich Ihnen auch Ihnen. Sie haben gesagt, für 2005 können wir nichts in den Haushalt stellen. Das ist, für 2015, Entschuldigung, das ist falsch. Es gibt das Instrument der Verpflichtungsermächtigung. Das wird manchmal auch benutzt. Wollten Sie an dieser Stelle nicht, ist ja in Ordnung, aber tun Sie nicht so, als wäre es nicht möglich gewesen. Uns macht dieser Zeitplan Sorge, weil es ein Stück weit an die Taktik erinnert, mit der in diesem Hause auch beim Thema Bäder umgegangen ist, als wir am Anfang uns auf diesen Weg gegeben haben, da hieß es ja auch, wir sanieren die gesamte Bäderlandschaft und am Ende ist es dann nichts daraus geworden. Im Hinblick auf den Stadtfrieden, meine Damen und Herren, hat die Auseinandersetzung jetzt schon gezeigt, dass diese Finanztechnokraten mit der Gestaltung eines sozialen Ausgleichs in dieser Stadt überfordert sind. Gucken wir nach Bettenhausen, da haben wir eine Ruine mit einer versprengten Kleinkunstszene. Wir haben geschlossene Bibliotheken und wir haben diesen seit Jahren schwelenden Streit um die Sanierung der Bäder. Dass der Beschluss dieser Stadtverordnetenversammlung, auch das Hallenbad Ost zu erhalten, dabei nicht gehalten hat, das darf und soll die Bettenhäuser gerne empören. Mich empört, dass die in Bettenhausen an dieser Stelle keinen Tag für ihr Hallenbad Ost so gekämpft haben, wie die in Wilhelmshöhe. Ich will das große Fass Flughafen, meine Damen und Herren, hier nicht aufmachen, der liegt eh schon am Boden. Hinweisen möchte ich aber auf ein eklatantes Beispiel, dieser unseriösen Finanzplanungspolitik unserer so seriösen Finanztechnokraten, die diesen Haushalt vorlegen. Und sie wollen den ja verabschieden. In völliger Ignoranz der Geschäftsentwicklung am Flughafen, und das Wort Geschäftsentwicklung möchte man im Zusammenhang mit diesem Projekt ja kaum in den Mund nehmen, in völliger Verkennung der Lage dieses Flughäfelchens plant Herr Dr. Bartel, plant dieser Haushalt, den wir zustimmen wollen, für das kommende Jahr einen Verlustzuschuss für 370.000 Euro. Diese Planzahlen stammen noch aus den Traumvorstellungen der Flughafen. Das war, bevor der Flughafen in den Winterschlaf gefallen ist, um von Umsätzen und Gewinnen zu träumen, die er nicht erzielen kann. Der Landkreis Kassel, meine Damen und Herren,
der Landkreis Kassel, der genau denselben Verlustanteil zu tragen hat wie die Stadt Kassel, plant für 2014 950.000 Euro ein. Und wenn diese 370.000 Euro nicht reichen, was so sicher ist wie das Amen in der Kirche, selbst wenn dieser Flughafen ab Ostern irgendwie laufen sollte, dann müssen Sie im nächsten Jahr irgendwo wieder noch Geld wegnehmen, um dieses Loch zu stopfen. Am Ende stellt der Magistrat uns, und damit bin ich dann tatsächlich auch am Ende, für das Jahr 2014 wieder einen Haushalt vor, der den Verlust von demokratischer Teilnahme und von Gestaltungsmöglichkeit in dieser Kommune zementiert. Es ist ein defensives Werk, das gar nicht erst versucht, mutig und offensiv diese Gestaltung wirklich zu suchen. Ein Haushalt, der eben neben der Verwaltung des gesetzlich Vorgeschriebenen, aber gerade nur dessen, nicht ansatzweise einen sozialen Ausgleich sucht. Ein Haushalt eben von Technokraten für Technokraten. Dem stimmen wir nicht zu. Und wir haben deswegen ausdrücklich, worunter Sie leiden, Frau Köpp, aber in der Hoffnung, dass der Wiederholungsfaktor tatsächlich etwas bewirkt, tatsächlich die Anträge, von denen wir der Meinung sind, dass sie zentral auf die Schwachpunkte hinweisen, wieder hingestellt. Wenn wir uns jedes Jahr irgendwas Neues ausdenken würden, würden Sie uns womöglich Beliebigkeit vorwerfen. Dann lasse ich mir an dieser Stelle lieber die Wiederholung vorwerfen. Ich danke Ihnen. Herr Bödinghaus, drei Dinge möchte ich anführen. Über das von Ihnen gewählte Wort Sozialrassismus haben wir bereits im letzten Jahr eine ausgiebige Debatte geführt. Das möchte ich nicht wiederholen. Ich bin davon überzeugt, dass es die Stadtverordnetenversammlung und auch unsere Gäste nicht interessiert, was bei ihnen Übelkeit verursacht. Und ich bin darüber hinaus über das von Ihnen benutzte Wort verdammt in der Stadtverordnetenversammlung empört. Es ist mir ziemlich gleich, was Sie von der Stadtverordnetenversammlung halten, ob Sie sie gut oder weniger gut für sich selbst empfinden, aber das Wort verdammte Stadtverordnetenversammlung halte ich für nicht angemessen. Herr Bödinghaus hat sich gemeldet mit einem Geschäftsordnungsantrag. Aber dann nach der Pause. Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrte Frau Friedrich, Sie glauben doch nicht allen Ernstes, nachdem ich 8 Jahre in dieser Stadtverordnetenversammlung gesessen habe und nachdem ich mir 8 Jahre lang die diversen größeren und kleinen rhetorischen Besonderheiten der Kolleginnen und Kollegen angehört habe, bei denen das, was ich hier formuliert habe, noch mit Sicherheit zu den harmlosen Kategorien gehört, dass ich mir dann als einzigen Redner zum Haushalt der Stadt Kassel von Ihnen eine sogenannte Ermahnung geben lasse. Das, Frau Stadtverordnetenvorsteherin, diese Bemerkung weise ich entschieden zurück. Das steht Ihnen aus meiner Sicht nicht zu. Okay, das ist Ihre Sicht, Herr Bödinghaus. Es steht mir sehr wohl zu, die Würde dieses Hauses zu wahren. Als eine Unverschämtheit, dass Sie sich hier in wiederholtem Male derart gebärden. So. Genau. Das ist eine Unverschämtheit. Wir gehen jetzt in die Pause. Die zweite Runde der Reden wird dann nach der Pause erfolgen. Dann können Sie auf alle Punkte auch entsprechend reagieren. Wir treffen uns hier wieder um 19:50 Uhr.